Hi und herzlich willkommen, liebe Carmaniac-Abonnenten und natürlich auch alle Neuankömmlinge. Bei diesem kurzen Video geht es darum, zu erfahren, was eure Bedürfnisse sind, um eben Carmaniac noch maßgeschneiderter auf eure Bedürfnisse zu gestalten. Vielleicht habt ihr schon gemerkt, dass ich mit dem Seat Mii Electric angefangen habe, Elektroautotests zu unterteilen in verschiedene Videos, also einmal ein Review, dann mal ein Special, ein Reichweitentest und ein Ladegeschwindigkeitstest. Und genauso werde ich das auch mit dem Audi e-tron 55 Quattro machen. Dabei spielt es aber keine Rolle, ob es jetzt um den e-tron geht oder um Fahrzeuge wie den iPace. Es geht darum, zu erfahren, was ihr wollt. Deswegen stimmt bitte in diesem Video mit ab, damit ich prozentual abschätzen kann und einen Überblick habe, was euch am meisten interessiert, was eben Reichweitentests angeht. Also, welche Geschwindigkeit soll ich bei solchen Tests fahren? A. 120 km/h, B. 130 km/h oder C. 140 km/h. Wenn ihr nämlich oben rechts abstimmt bei der Einblendung, dann sehe ich das in prozentualer Auswertung und kann dann dementsprechend abwiegen, was die Masse eben möchte. Das ist nicht immer so ganz einfach bei dem Thema. Ich habe ja schon ein Community-Posting dazu gemacht, um halt eben zu wissen, was ihr da möchtet. Aber das ist ganz schön unübersichtlich geworden, weil sehr viele Meinungen eingeflattert sind und so sehe ich die perfekte Übersicht. Also macht bitte mit bei der Abstimmung, da würde ich mich sehr darüber freuen. Und ich werde übrigens diese Reichweitentests in Zukunft nachts machen, damit ich die Geschwindigkeit, für die ihr euch entscheidet, wirklich konstant über die ganze Testdauer halten kann und weiß dann dementsprechend, wenn andere YouTuber jetzt auch nachts testen, wo sie es her haben. Also, hier seid ihr bestens aufgehoben bei Carmaniac, wenn es um Elektromobilität geht. Ich würde mich sehr über ein Abo freuen, über einen Daumen nach oben natürlich auch und dann sehen wir uns ganz bald wieder. Schön, dass ihr da seid.